Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Enshrouded. Wir werden heute anfangen mit unserem schönen kleinen Bauernhof. Denn wir brauchen Farmland, um Pflanzen anzupflanzen. Ich habe hier schon unseren Baubereich erweitert, wie ihr seht. Das schließt hier nahtlos an. Ich musste erstmal einige Funken und Miasma-Seelen sammeln, damit wir den aufwerten konnten. Der ist jetzt hier platziert auf unserem kommenden Marktplatz. Hier ist ja der Bereich, wo dann der Marktplatz entstehen wird. Genau. Und hier werden wir jetzt vielmehr Bauernhof bauen. Tatsächlich überlege ich sogar, ob wir den irgendwie hier so integrieren wollen, direkt. So an den Weg ran. Oder vielleicht geht es auch da so durch. Durch den Bauernhof, durch der Weg. Hier rein und da hinten wieder raus Richtung Stadt. Das wäre vielleicht auch eine Option. Ich würde sagen, wir packen erstmal unsere Werkzeuge hier aus. Denn wir müssen das erstmal ein bisschen glatt machen hier. Ich würde tatsächlich mal ein bisschen mit der... Wie ist eigentlich der Unterschied? Also, so kriege ich 7 Erde, ne? Das habe ich mir noch nie im Detail angeguckt, wenn ich da einmal reinhacke. So, wenn ich jetzt den Baumodus aktiviere. Lass mich mal gucken, wir haben 32 Erde. Und ich gehe mal hier runter. So, und mache jetzt ein so ein Ding hier weg. Machen wir so. Dann kriege ich einmal Erde, oder was? Ja, 32, 33, 34. Okay, ein einziges Mal Erde. Wenn ich aber hacke, kriege ich 5-mal Erde. Okay, also effizient ist das definitiv nicht. Wenn man jetzt Ressourcen farmen will. Aber ist wahrscheinlich auch absichtlich so gemacht, weil sonst könnte man ja, ich sag mal, cheaten. Könnte man einfach überall so eine Flamme platzieren und dann quasi ohne Ausdauer zu benutzen, die Sachen abbauen. Das wäre ja ein bisschen gecheatet, ne? So, wir machen das mal. Tatsächlich kann ich ein paar Ressourcen gebrauchen. Deswegen werden wir das auch mal so mit der Spitzhacke ein bisschen glatt machen. Aber das werde ich euch nicht zeigen. Das mache ich dann quasi off-cam. Ja, der Plan ist jetzt wie folgt. Wir werden hier so einen Durchgang schaffen. Wir werden hier ein Gebäude hinsetzen, wo der Bauer oder die Bäuerin vielmehr drin wohnt. Dann werden wir noch eine Scheune platzieren und ringsherum Felder. Ja, ich würde sagen, ich räume hier erstmal ein bisschen auf, mache alles mal ein bisschen eben und dann sehen wir uns zur quasi Grundsteinlegung wieder. So, ich habe das mal so ungefähr ebenerdig gemacht, also bis auf hier hinten mit den Bäumen. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir die lassen oder ob wir das auch wegmachen. Wir werden jetzt mal ein kleines Startfundament setzen. Und zwar hätte ich gerne hier so eine Art Tor, würde ich es nennen. Lass mal hier auf die gleiche Höhe gehen. Ja. Genau. Pass auf, ich zeige euch das jetzt mal, wie ich mir das so vorgestellt habe. Meine Güte, was ist denn los? Ich weiß schon nicht mehr, wie man baut. So, ich würde es gerne so machen. Eventuell so. Wie hoch muss ein Tor sein? Ja, ich denke, so reicht. Ein richtig schönes, großes Tor, wo
Ich glaube, das reicht nicht mal, wo theoretisch so eine Kutsche durchfahren könnte, wenn es welche geben würde. Ich glaube, so ist es tatsächlich ein bisschen besser. Es ist schon sonst zu niedrig. So, so ist doch eine angenehme Torgröße. Genau. Daraufhin machen wir jetzt mal eine Türgröße. Können wir mal bitte ausmachen. Danke. Genau. Und Türgröße ist meist immer ein bisschen kleiner. Bedeutet, ich glaube, Türen. Wie groß sind denn hier die Türen nochmal? Hier werden wir dann quasi so eine Mauer drumherum ziehen. Auf einer Zweierhöhe. Wahrscheinlich den Boden noch ein bisschen anpassen. Ne? Ja, so passt das. So passt das sehr gut. Sehen wir auch, dass wir hier noch deutlich höher kommen müssen. Oder eventuell gehen wir da so langsam runter mit der Mauer. Schauen wir mal. So, können wir den Bereich auf jeden Fall schon mal so grob erfassen. Okay, gut, dann haben wir hier so eine Art Tor, wo man hier in den Hof reinkommt. Und dann machen wir hier hinten so eine Art Scheune hin. Und hier irgendwo das Wohnhaus. Ich glaube, das Wohnhaus machen wir hier hin, wo die ganzen Wegen sind. Dann hat man die so ein bisschen als Deko. Das wäre eigentlich doch ganz nice. Oder man macht da eine Scheune drumherum. Oh, das wäre natürlich auch ziemlich nice. Hier so eine Scheune. Oh ja, wir machen hier so eine... eine Scheune drumherum oder machen wir die hier neben? Ich glaube, wir machen die Scheune hier neben und das Wohnhaus hier so hin. Ja, lass uns mal ein Fundament legen. Ne, kein Dach, ein Fundament bitte. Gucken wir uns nochmal die Mauern an. Aber so hundertprozentig überzeugt mich schon nicht. Von dem Bauernhaus. Mäh, viel zu krass, oder? So ein Bauernhaus. Gut, wir könnten das Fundament, könnten wir überlegen, ob wir das machen. Lass uns mal Säulen hier hin machen. Wir machen so eine Art Umrandung, würde ich sagen. Sprich, Steinsäulen. Setzen wir hier schön noch den Rahmen wieder drumherum von dem Backstein bzw. Ziegelblock. Dann passt das, denke ich. Frage. Wollen wir jetzt hier trotzdem... ich glaube schon. Ich glaube, wir wollen jetzt zwei hochgehen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir den Rest gestalten. So. Und dann würde ich tatsächlich gerne auf Fachwerk gehen.
So, ich habe gestern ziemlich viel rumgebaut und ausprobiert, wieder abgerissen, wieder neu gebaut, weil ich mit dem einen oder anderen nicht zufrieden war und es hat sich doch alles ziemlich lange hingezogen. Jetzt würde ich gern, also wir sind schon mal hier ganz gut vorangekommen, wie ihr grob seht. Ich werde euch nachher oder gleich mehr zeigen, aber ich hatte jetzt noch eine Idee und zwar würde ich diesen Übergang hier gerne, beziehungsweise hier ist ja kein Übergang. Kommen wir hier irgendwo hoch? Hier. Hier würde ich gerne so einen Tunnel durchbauen, also so eine Brücke rüber bauen aus Erde eventuell. Vielleicht könnten wir das hier auch machen. Vielleicht wäre das ganz cool. Wie weit reicht denn unser Baugebiet eigentlich? Bis da hinten hin, ne? Okay. Interessant. Okay. Ist die Frage, wie wir das am besten machen. Oder ob wir uns das für später aufheben. Also ich muss auf jeden Fall das Bildchen noch vergrößern. Das passt nicht so hundertprozentig. Um einen Slot, damit wir die eine Blume noch weiter daneben kriegen. Ansonsten finde ich das aber schon mal so grob gar nicht so schlecht. Wir haben das hier so ein bisschen mit integriert. Haben hier unsere Wegen und hier bestimmte Sachen. Würde ich das da gerne noch alles abreißen oder wir machen es neu? Das ist natürlich die Frage, ab wann wir oder ab wo wir die Stadt hier wieder anfangen aufzubauen. Glaube, ich würde das tatsächlich gerne abreißen wollen. Ich würde auch, glaube ich, das hier gerne abreißen wollen. Hier können wir ja eh nicht drin bauen. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, ich bin mir da noch unsicher. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwann auch solche Zäune selber machen kann. Das würde ich ziemlich nice finden. Denn aktuell kann man das ja leider nicht. Wir haben ja nur diese eine Art von Zaun plus irgendwelche Metallzäune. Aber irgendwie gefallen mir die alle nicht so richtig. Wir haben übrigens auch wieder massives Nebelproblem, was sich in dem Haus da ausbreitet. Ja, ich schau mal, dass ich das jetzt hier nochmal ein bisschen umbaue und dann, ja, sehen wir weiter. So, da sind wir wieder und wir haben die Arbeiten zumindest zu einem Großteil erstmal abgeschlossen. Mehr schaffe ich zumindest jetzt erstmal nicht und ich würde gerne die Folge noch hochladen. Ich hänge nämlich ein bisschen hinterher. So, wir haben hier unseren schönen kleinen Bauernhof. Den haben wir wunderschön eingezäunt mit Kupferzäunen. Wir haben hier ein schönes Tor. Und eine Tür, je nachdem, ob man mit Kutsche oder zu Fuß kommt natürlich. Dann haben wir hier links unseren Feldbereich mit einem Gewächshaus und einem kleinen Unterstand. Hier haben wir noch ein paar kleine Wegen, die reparaturbedürftig sind. Da müssen wir wohl mal mit dem Schmied sprechen. Ein paar Töpfe, ein bisschen Waren, die hier lagern. Dieser hintere Bereich hier,
Und auch der hier, der muss mal ein bisschen überarbeitet werden. Hier, man sieht es ja auch, hier stehen ja schon ein paar Baugerüste. Das wird alles natürlich noch renoviert. Aber insgesamt ist der Bereich schon mal grob zumindest fertig. Wir haben hier hinten noch einen kleinen Bereich. Hier wird auch noch mal ein paar Sachen angepflanzt. Ein paar Büschlein. Wie gesagt, das hier ist auch noch alles ein bisschen provisorisch. Das wird dann noch überarbeitet, wenn der Fortschritt quasi für die Stadt generiert wird, dann wird das mit überarbeitet. Wir haben hier einen kleinen Brunnen. Wasser ist natürlich immer wichtig für einen Bauern oder eine Bäuerin in dem Fall. Wir haben hier unsere Felder, verschiedenste Felder, ein bisschen Flachs, ein bisschen Weizen, ein paar Büsche. Wir haben hier hinten sogar kleine Bereiche für Bäume. Und ganz besonders, also abgesehen davon, dass wir hier nochmal einen kleinen Brunnen haben, wir haben da hinten einen kleinen Tunnel. Ich wollte ja eigentlich den Tunnel da drüben hinmachen für den Weg, aber ich dachte mir, ach, man macht hier so einen kleinen Eingang. Vielleicht machen wir da auch noch eine Tür rein. Und dann lassen wir den Hauptweg so, wie es ist. Wenn man dann von hier so reinkommt, dann ja, ist das vielleicht ganz nett. Wenn man hier so auf dieses Grundstück schaut. Oder halt die Abkürzung nimmt und direkt reingeht zur Bäuerin. Da hinten steht sie nämlich auch schon. Die hat hier so einen kleinen Bereich. Ich habe hier mal eine Werkbank hingemacht, falls man mal irgendwas herstellen möchte. Einen kleinen Ofen, ein paar Kisten zum Lagern. Die Vogelscheuche darf natürlich nicht fehlen. Hier haben wir noch einen Brunnen. Und hier haben wir unser Zuchtgewächshaus. Ich hoffe ja, dass es irgendwie Glasdächer oder Glasböden vielleicht noch irgendwann in diesem Spiel geben wird. Dann wird das hier auf jeden Fall noch mit Glas ersetzt, die Decke. Das wäre mega cool. Ja, hier sind jetzt erstmal 6 von den Saatbeeten. Gucken, ob wir die vielleicht noch umdrehen und hier noch mehr reinmachen. Erstmal reichen mir 6. Schauen wir mal. So, und dann hat die Bäuerin natürlich auch ein schönes kleines Zuhause. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Gebäude. Es ist mir ein bisschen zu langweilig von außen. Ich hatte vorher ja so ein Pflanzendach drauf, das war noch hässlicher. Da hinten sieht man es noch, der Anbauer hat das noch. Das fand ich ganz cool, dass es zwei unterschiedliche Dächer hat, weil das hinten quasi so ein Anbau ist, der erst nachträglich angebaut wurde. Ja, aber mal schauen, vielleicht überarbeiten wir das Gebäude noch irgendwann. Vielleicht, mir fehlen ja auch noch ein paar Blöcke. Ich habe irgendwie keine Kombi gefunden, die mir so hundertprozentig gefallen hat, aber es ist jetzt nicht hässlich. Also, es geht. Aber ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. So, egal. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Wir sind auch direkt in der Stube, wie man sieht. Schönen kleinen Steintisch. Bisschen Deko. Hier hat sie ihren schönen Ofen. So ein richtiger, ja, Bauern-Landhaus-Ofen, würde ich es mal nennen. Hier auch überall ein bisschen Deko, ein paar Teppiche. Hier ist nochmal so ein kleines Saatbeet. Hier haben wir auch überall ein bisschen Deko. Wir haben diesmal hier ein bisschen hochwertigere Möbel platziert, wie man sieht, als beim Schmied. Aus Stein und auch diese Möbel hier sind die etwas besseren, auch wenn es noch nicht die besten sind. Ein paar Kisten und hier haben wir ein Bad. Und das Bad ist auch sehr luxuriös, im Gegensatz zumindest vom Schmied. Wir haben hier eine Dusche. Eine Regenwalddusche, würde ich mal sagen. Kann man sich schön drunter stellen. Schön abduschen. Oben ist ein schöner Wassertank. Eine Steintoilette. Ein Steinwaschbecken. Ja, mal gucken. Sobald wir Stoff herstellen, können wir ja auch Bilder herstellen. Dann kommen hier auf jeden Fall noch ein paar Bilder rein. Vielleicht auch noch ein Regal. Ja, ein Regal würde sich hier, glaube ich, auch noch ganz gut tun, wo ein bisschen Deko drauf kann. Genau, das war es eigentlich soweit schon mit der unteren Etage. Gehen wir mal hoch in den Schlafbereich. Ist auch recht entspannt hier oben. Ein kleiner Tisch, eine Abstellgelegenheit, noch eine kleine Kiste und ein schönes Steinbett zum Entspannen. Ein bisschen Licht. Da oben haben wir so kleine Belüftungsschlitze. Hatte irgendwie was, fand ich. Ja. Mehr gibt es hier gar nicht zu sehen. Relativ unspektakulär. Diesmal auch keinen Keller.
Ich wollte ja ursprünglich noch irgendwie sowas wie eine Art Scheune bauen. Und theoretisch hatte ich mir auch überlegt, dass man die Scheune mit diesem oberen Bereich da verbindet. Aber irgendwie hat mir das alles optisch nicht so gepasst und ich habe es nicht so gut reinbekommen. Vielleicht werden wir das hier alles abreißen. Das hier alles noch mit zum Bauerngebiet erklären. Hier nochmal ein schönes Beet hinmachen. Und hier dann eine Scheune hinbauen. Und die vielleicht raus verbinden mit so einer Art Steg. Da hoch. Denn da oben soll ja eh der Marktplatz hin. Das würde sich ja irgendwie schon ganz passend machen, wenn die Bäuerin quasi so eine direkte Verbindung von der Scheune hoch auf den Marktplatz hat. Würde ja irgendwie vielleicht Sinn ergeben. Ja, aber schauen wir mal. Dafür müssen wir erstmal noch ein bisschen an Arbeit leisten. Ja, aber so generell bin ich eigentlich schon mal zufrieden. Zumindest so mit der groben Geschichte. Wir wollen uns natürlich den Bauernhof auch noch mal in der Nacht anschauen. Wir gehen mal den offiziellen Weg, der zu ihm hinführt. Ich glaube, der ist ganz stimmig beleuchtet. Die Fackeln sind ein bisschen sehr grell. Die würde ich irgendwann vielleicht noch austauschen wollen gegen was anderes. Wir haben hier den Außenbereich, so ein paar Glühwürmchen. Hier haben wir so hinten ein bisschen Licht. Der Bäuerin ist auch ein bisschen Licht, nicht zu viel. Hier ist ein kleines Lagerfeuer noch. Die ist auch ein bisschen im Schatten. Das Gewächshaus ist auch gut beleuchtet mit zwei Kerzen. Die ist vielleicht sogar ein bisschen viel hier, was? Können wir die vielleicht abmachen? Warte mal, ich muss mal kurz das Rad anmachen. Eigentlich reicht das, oder? Die brauchen wir gar nicht. Eventuell machen wir die lieber. Machen wir die vielleicht lieber hier mit hin. Oder hier so an die Wand. Boah, ich glaube, das ist besser. Okay, genau. Hier außen haben wir ein bisschen Licht. Hier hinten haben wir kein Licht. Wir gehen jetzt nochmal ein bisschen drinnen umschauen. Schöne Totenköpfe. Primär auf Totenköpfe gesetzt tatsächlich und auf Kerzen. Auf so eine Öllampe oder was das da ist. Hier oben auch eine kleine Kerze und eine von diesen Lampen. Die finde ich sehr schön, weil immer diese Fliegeviecher drumherum fliegen. Ja, ich denke, ist doch ganz nett. Die erste grobe Grundausstattung. Wir werden das natürlich alles noch ein bisschen verfeinern, ein bisschen anpassen. Aber erstmal reicht das so. Mich stört ein bisschen, dass hier kein Fenster ist. Auf der Front nur das Problem ist, dass hier halt die Treppe ist. Und wenn wir hier ein Fenster reinmachen, sieht das ziemlich dämlich aus, weil die Treppe halt da durchguckt. Deswegen weiß ich auch noch nicht. Vielleicht machen wir da irgendeine Deko dran an die Wand. Einen von diesen Monstern, die wir erlegt haben. Vielleicht sowas in die Richtung. Oder vielleicht gibt es später auch noch andere Deko-Sachen, die da hinpassen würden. Müssen wir mal schauen. Gut, das sollte nur noch mal ein kleiner Nachteinblick werden. Wie seht ihr das? Wie gefällt euch unser kleiner neuer Bauernhof? Wie gesagt, ein bisschen ausgeweitet wird er ja noch und ein bisschen überarbeitet, aber so im Groben. Lasst gerne mal einen Kommentar da, wenn ihr irgendwas an Vorschlägen, Ideen habt, wenn ihr sagt, ach, das hätte ich aber so und so gemacht. Oder wenn er euch gefällt, dann auch gerne einen Kommentar da lassen. Gerne auch einen Like. Ansonsten war es das erstmal mit dieser Folge. Und wir schauen mal, welches Projekt wir als nächstes angehen. Ich habe auf jeden Fall jetzt auch die Quest bekommen von der Jägerin für die Stoffgeschichte. Wir müssen noch das Eisen holen. Und dann schauen wir mal. Ich hätte ja Bock da hinten auf das Projekt, das Gebäude, was da hoch dann zu so einem Felsen führt. Und wir könnten theoretisch auch eine kleine Köhlerei noch irgendwo hinbauen. Das würde auch relativ fix gehen, denke ich mal. Das ist ja ein relativ kleines Gebäude.
Das ist nichts Wildes. Ja, schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Gerne auch ein Abonnement dalassen für zukünftige Videos, damit ihr diese nicht verpasst. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns in einer der nächsten Folgen. Bis dann. Ciao.